So, zunächst Frau Rita Vobe, die Tochter von Ruckeli Trollmann, der hier an der Säule beschrieben ist. Guten Tag. Ich möchte mich als erstes bei meinen Vorrednern, bei meinen beiden Vorrednern für ihre klaren und deutlichen Worte bedanken. Ich bin Rita Vobe Trollmann, die Tochter von Ruckeli Trollmann, dem Boxer, der bei Hitler im Nationalsozialismus erst zwangssterilisiert wurde hier in den Gebäuden und anschließend nach Neuengamme ins Konzentrationslager gekommen ist und von dort aus ins Außenlager Wittenberge und dort ganz grauenhaft von seinen Mithäftlingen ermordet worden ist. Ich freue mich, wenn ich mich hier so umschaue, dass sehr viel Jugend hier ist und die scheinbar auch interessiert sind. Und diese Jugend brauchen wir unbedingt, um diese Gräueln, diese furchtbaren Sachen, diese furchtbaren Dinge, die geschehen sind und die andere Menschen geschehen lassen haben, dass sowas nicht wieder so vorkommt, dass es nicht mehr in den Köpfen der Menschen hineinkommt. Denn es fängt schon wieder langsam an und wir müssen uns dagegen überhaupt wehren. Und dazu müssen wir unbedingt unsere Jugend haben. Nur unsere Jugend kann uns wirklich helfen. Und ich bitte den ganzen jugendlichen Stamm, der hier ist, sich diese Worte ganz deutlich zu verinnerlichen. Und allen Leuten, was sie hören und was gesagt wird, weitergeben. Ich will noch dazu sagen, dass nicht nur mein Vater hier zwangssterilisiert worden ist, sondern unzählige andere Menschen und so viele, von denen man überhaupt noch nichts weiß. Und in den Konzentrationslagern Millionen von Menschen sinnlos dahin gemordet worden sind, dass ganze Familien ausgerottet worden sind, so wie die Rosenbergs auch und so viele andere Menschen. Und das darf sich nicht wiederholen, auf keinen Fall. Wir müssen unbedingt dagegen angehen. Es ist so wichtig, es ist so unheimlich wichtig, dass wir unsere Jugend auf unserer Seite haben. Und wir können unsere Jugend nur auf unsere Seite bekommen, wenn wir sie auch gut behandeln und wenn es ihnen auch besser geht als vielen, denen im Moment es überhaupt nicht gut geht. Pardon. Und das ist eigentlich, was ich sagen wollte und was wichtig ist. Und ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, mir zuzuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Und dass nie wieder irgendein Mensch von Ihnen irgendetwas Böses zustößt. Vielen Dank.